Nach Tod von Vater, Molly King sich bei der Familie. Molly King, 35, ist für ihre Familie dieses Jahr an Weihnachten noch dankbarer als sonst. Die Moderatorin von BBC musste im November schweren Herzens mitteilen, dass ihr Vater von der Welt gegangen ist. In demselben Monat wurde ihre kleine Tochter Annabella geboren, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Stuart Broad bekam. Sie hatte Angst, dass das erste Weihnachten ohne ihren Papa komisch werden würde. Jetzt teilte Molly eine Bildreihe, mit der sie sich bei ihrer Familie bedankte. Dieses Jahr war ich dankbarer als je zuvor, zur Weihnachtszeit von meiner Familie umgeben gewesen zu sein. Begann die Popsängerin einen emotionalen Text unter einem Instagram-Beitrag. Hier teilte sie 5 Aufnahmen, die in den vergangenen Weihnachtstagen aufgenommen wurden. Einmal zeigte sie sich mit ihrem Mann und ihrer Tochter auf dem Sofa liegend. Auf einem anderen Foto ist die gesamte Familie beim Auspacken der Geschenke zu sehen. Wir alle haben besondere Erinnerungen geschaffen und das Weihnachtsfest für meine kleine Tochter war so magisch. Wie es sein sollte, ließ sie die Festtage-Revue passieren. Mollys Vater erkrankte im August an einem Hirntumor, gegen den er 3 Monate lang ankämpfte, den Kampf verlor er aber leider. Damals widmete sie ihm einen Beitrag auf Instagram und beschrieb, dass er sogar ein paar Tage länger gekämpft habe, um Baby Annabella kennenzulernen.